sein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Wenn der Träger die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen. Du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt. Die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf, ihr beide. Geht's dir gut? Nein. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Ich hab diesen Magister nicht. Schön, dass du wieder da bist, also. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Sperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Sehr gut. Das freut mich. Was gab's denn? Sagt die Armee bei einer Zombie-Apokalypse auf. Der Wachturm dort hinten. Er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Das hört sich sehr gut an, Eis. Amicia. Wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Nicht töten?
wären wir. Gut. Das ist schön, wie er da am Kriechen ist. Die spazieren ganz normal. Du wolltest, dass ich Magister Vaudor nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Dann bin ich definitiv allein. Die werden definitiv Kinder zeugen. So? Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. Suchen wir das Boot. Der war gut, Digga. Der war gut. Der hat aber jemanden zum Reden. Da wären wir. Ganz ehrlich, das Gespräch mit dem Stein ist bestimmt interessanter. Da vorne. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Ja, das ist die geilste Logik, die es gibt. Wenn wir keinen töten, tötet uns keiner. Ja, genau. Wenn ich keinen sehe, sieht mich keiner. Hm? Los, gleiche Logik. Schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los. Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar. Müssen auch irgendwie ihre Kinder versorgen. Hey, Neulinge. Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute! Ich habe bis jetzt noch einen getötet. Auf zum Tor. War sehr artig. Was ist mit mir los? Einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Klar. Mich angucken, obwohl es da bullert war. Wysikowski. Ihr könnt doch gar nicht wissen, dass ich jetzt hier bin, oder? Lass sie nicht stehen da. Machen wir sie kalt. Soll ich eigentlich hin? Kommst du mit? Ich darf niemanden umbringen. Ich darf niemanden umbringen. Ich darf niemanden umbringen. Sie dürfen nicht entkommen!
nein! Bis jetzt noch keinen umgebracht. Ich hab bis jetzt noch keinen umgebracht. Ergreift sie! Sie verstecken sich dahinter! Ja, nee, ist klar! Ihr konntet gerade nichts sehen, ja? Und auf einmal wisst ihr, wo ich bin? Sie haben uns! Ich hab sie! Kommt hierher! Jetzt kommen sie! Der Typ geht mir so auf den Sack, ne? Ich glaub, sie sind hier. Da hoch! Mal nachsehen! Wir wurden entdeckt! Na, komm runter! Die NPC ist halt manches Mal echt dämlich. Pass auf, das werde ich nicht überleben, ne? Ja. Das kann jetzt nicht sein, ne? Aber hey, ich habe niemanden getötet. Nein, Gott. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen und schön die Augen offen halten. Ah, Scheiße! Ach, verdammt. Ich glaube, ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Himmelswillen, tut doch was! Sie kommen! Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind hier. Nicht weitergehen, Amicia. Ein Dreiviertel davon ist jetzt ins Wasser gefallen? Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Oh, ich liebe euch, ihr Ratten. Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Das Feuerbecken, es ist beweglich. Ja. War nicht so ein Feuerbecken das Ding, wo du angefangen hast das zu meckern, weil du schieben musstest? Ich hoffe, alleine? Ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ja, Ausrüstung und Leute. Hör auf, an ihren Sack zu lutschen. Wie soll das? Weiter geht's nicht. Ruhig. Josephs Boot. Wir kommen näher. Es ist ja schön und gut, dass wir näher kommen, ne? Und ihm da auch Bescheid geben. Aber wir müssen ja auch noch irgendwie Hugo und so holen, ne? Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Ist hier irgendwie was? Buffets öffnen. Die Ratten haben den restlichen Steg zerstört. Das ist bald. Hoffentlich kommen wir da lang. Gehen wir hier durch. Ekelhaft. Oh, dieser Geruch. Teer verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Wenigstens die Nasen heilen. Aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz. Das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Versucht mal, dass die Ratten jetzt kommen.
habe eher das Gefühl, dass sie dir folgen. Wir haben Harz. Mit dem Buch gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Ich vermute mal, dass sie entweder die Makula hat oder weil sie diese Beschützerin ist, dass sie irgendwie was anderes in sich hat. Soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ich will erstmal an meinen Loot. Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ah. Ich lasse los. Festhalten. Komm zu den Becken zurück. Komme. Oh, nicht so laut, bitte. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, ja, ja. Lass uns Teer machen. Rein damit. Schwindelt da wieder. Kennst du die richtige Menge? Ganz nein, heimlich. Ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Binden dir den Kaffee. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Es funktioniert. Husch. Ja. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte. Ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Komm mal rüber. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Okay. Fertig. Perfekt. Also dann? Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Ach, ich hätte einen Topf damit teeren müssen. Hast du noch was da oben? Ich hab da nämlich gerade so ein logistisches Problem. Nee, ich stürze mich in... Oh, boah, ich kann mich noch nicht mehr ins Feuer stürzen. Okay, dann hier rein. Oh nein! Naja, klingt interessant, die Juskuchen. Ja, wenn du bereit zum Fangen bist. Ich bin bereit. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Also dann? Okay. Bitte schon. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Ich glaube, das so einen großen Unterschied macht. Komm ich nach da oben, da ist Loot. Bist du nochmal zurück, aber ich glaube, das wird nicht gehen, ne? Ach so, oh, Mist. Das Becken verliert seine, seine Feurigkeit. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Perfekt. Wirf ein Grüße dich, Alexa. Schön, ja, dass du eingeschaltet hast. Es muss klappen. Und schön, dass du auf meinem Discord-Server bist. Mal sehen, was der Teer taugt. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Müsste da mal hoch. Gerettet. Das war der Teer. Scheiße, das. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer. Das Gequietsche stört mich eigentlich das so gar brauchst nicht. Du nicht. Ich komm an mein Loot. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Alles looten. Nein? Ja.
Das liegt daran, dass ich immer alles im Auge habe. Wo bleibt er? Ich wollte gerade schon wieder fragen, ob er gefressen wird gerade. Dieses Abschließen bei Ratten verstehe ich nicht, ey. Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht so sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudan und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Ja, du sagst es gerade. Die Emotionen in diesen Gesichtern, ne? Sprechen Bände. Eieiei. Das geht tief, hier rüber zu laufen, oder? Oder nicht? Hier durch. Ich will dann nicht wissen, wie das Gesicht sieht, wenn es emotionsvoll ist. Haben die dann irgendwie so verzerrte Gesichter? Das ist es. Die machen dann Gesichter wie Kratos. Wenn du das dann im Fotomodus schaltest. Wobei, da waren so geile Gesichter. Sieh mal, da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Ja, gehen wir. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Oh mein Gott. Den Weg zum Boot. Der Bengel ist gleich ja. Frei. Teer, ich komme. Was für ein... Lukas, du bist dran. Na gut. Ja, du machst den Scheiß jetzt. Du kannst auch mal was machen für dein Geld. Hi. Habt ihr die Brücke runtergelassen? Nein! Wir wollen nur rüber! Rüber? Wie denn? Ich stecke hier schon stundenlang mit diesen Ratten fest! Ich muss hier raus! Wir haben einen Plan! Könnt ihr den Übergang herbewegen? Ja! Wartet kurz! Er wirkt. Ey, das ist Respekt, ne? Erste Wache redet, wenn er noch nett zu uns ist. Scheiße. Kennt ihr nicht von hier an? Oder muss ich da erst noch reinwerfen? Hab da gerade nicht so ganz aufgepasst. Ach, verkehrtes Ding, das Zeug. Jetzt habe ich keinen Topf mehr. Ich hasse es. Ich hasse es in diesem Spiel. Ich habe kein Töpfchen mehr zum Reinmachen. Wieso kann ich das nicht einfach so umziehen? Du kannst aufhören. Ja, sofort. So, ja, okay, gut. Wenn man kurz da hier abgelenkt ist. Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer. Wieder darf mir das ja mal passieren, oder? Stimmt. Die Idee hat mal wieder den Stern gefangen. Wie zündet ihr das an? Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Hupst du dagegen? Gut, das war nicht übel. Hey, was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Das ist, selbstgemacht. Mehr zu erklären. Einfache Alchemie. Alchemie? Solche Sachen mögen wir hier nicht. Wirklich schade, denn sie rettet euch das Leben. Jo, da runterspielen. Soldaten. Gut. Jetzt noch die anderen beiden Becken. Dann legen wir mal los. Amicia, geh auf den Übergang und kümmere dich um den Verdünner. Ich betätige die Kurbel. Alles klar. Ich sag dir Bescheid. Dein Einsatz, Lukas. Sofort. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von nach hier. Norwegen. Ihr wisst
wissen schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Ah, verstehe. Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Hey, lass gut sein. Geh klar. Klasse, genau richtig. So viel, wie ich da rauslaufen lassen habe, dürfte doch gar nichts drin sein. Zünden wir das hier auch an. Wird gemacht. Ja, ja, wird sofort gemacht. Ich muss erstmal. Ja, dich wachsen in ihre Achso! Ja. Lukas, du kannst jetzt kommen. Der Weg ist frei. Alles klar. Wachsen definitiv an, an ihren Herausforderungen. Wobei bei Lukas. Wo ist denn die Pimpfnase? Ach, da hinten. Muss ich dir jetzt echt da. Oh. Jetzt nicht seinen Ernst, um da zu helfen, ne? Digga, jetzt habe ich die Feuerbecken angemacht. Ich steck fest. Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Ja, wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das nun, ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. Ah, ich habe von dem Zeug noch so wenig. Oh, meine Augen, meine Augen! Alter, ist das hell. Der Teer wird nicht ewig brennen. Hat perfekt geklappt, danke. Das war ziemlich clever. Wir haben zwar keinen Schimmer von Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns aus. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Hm, na gut. Fast geschafft! Hallo! Ja. Weiß ich nicht, gleich reagiert hat, ne? Guck mal, das. Ah, okay, das wird ausgereicht. Ja, geschafft! Echt? Was, wenn es nicht reicht? Hey, kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest. Dann habe ich arge Probleme. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Der Jäger, freiwillig nach Wache. Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Ha, das habt ihr gut gemacht. Geschafft. Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher, ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach, ich muss komm. Ihn töten. Bitte, wir haben unseren Teil getan. Du hast ihm keine echte Chance gegeben. Sie haben genug Schaden angerichtet. Na los, das Boot ist kein Nerv. Ja. Jetzt auch noch ausdiskutieren mit einer Wache.
Wir wissen, wie es enden wird mit einer Wache. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Ja. Mal sehen, was jetzt habe ich gerade wieder getötet, aber meine Güte, noch eins. Er soll es mal besser machen. So. Alchemie-Ringe, Gürtel, damit ich besser mich aufzutreten. Okay. Ein bisschen viel mehr Munition, ey. So. Es ist mir egal, was du passt. Es geht um die öffentliche Gesundheit. Du hättest schon längst verschwinden sollen, Joseph. Ich warte auf einen Kunden und Verträge halte ich immer ein, mein Freund. Der Vertrag ist hiermit aufgelöst. Der Hafen wurde gesperrt. Du musst gehen. Das ist der. Ja, doch hier bahnt sich Ärger an, fürchte ich. Also gut, weißt du was? Ich habe Besseres zu tun. Nein, du hast zu viel gesehen. Du bist verhaftet. Ach, komm schon. Hör zu, Mann. Verpiss dich! Joseph, warte! Bleibt, wo ihr seid! Magister Baudin hat uns zu dir geschickt. Wir müssen die Stadt verlassen. Was glaubt ihr denn, was ich gerade tue? Hier hält mich nichts mehr. Bitte! Wir sitzen fest und wir haben ein Kind bei uns. Alles klar, na schön. Trefft mich am nächsten Steg. Wer seid ihr? Wo ist der Hauptmann? Scheiße! Eindringling! Mach schon, los! Ja, komm! Das war ich? Das war ich nicht! Hey, habt ihr das gehört? Das Kartonsteg! Kommt mit mir! Soldaten! In Deckung! Nein, wir sitzen fest! Verdammt! Oh, was war das? Joseph hat einen Krug mit Teer zerbrochen und der hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, ach, dann los. Ah, darf ich wieder töten, ja? Der Typ, ey. Da schießt der Typ nicht. Jetzt habe ich damit gerechnet. Dahinter sind sie. Komm mit. Wir sind nicht mehr im Hafen. Was machen die Soldaten hier? Nee, der schießt nicht. Der hat einen Pfeil schon abgekriegt. Ja, toll. Jetzt werde ich gefressen. Das nur wegen der Animation. Der Typ hat einen Pfeil im Bauch gehabt. Das war knapp. Ja. Hey, habt ihr das gehört? Das kann vom Steg. Kommt mit mir. Soldaten. In Deckung. Verdammt. Was war das? Joseph hat einen Krug mit Teer zerbrochen und der hat mit dem Feuer reagiert. So geht's natürlich schnell. Lukas, es wird zu gefährlich. Wir sterben noch oder verpassen das Boot. Ich muss meine Schleuder einsetzen. Ja, tu, was du tun musst. Wir brauchen das Boot um jeden Preis. Gut, dann los. Wie macht er das? Keine Ahnung, der muss Soldat gewesen sein. Versteck dich auf, ich sehe sie. Wir haben uns. Oh! Ich sehe PC, ey. Ich versuche gerade echt nicht zu töten. Nein, ich bin nicht krank, Schatz, aber ich versuche einfach mal nicht zu töten.
bin schon wieder davon ausgegangen, dass der Typ da wieder rüber schießt. Wenn ich ihn irgendwie... Ah ja, da ist er. Ich sehe. Ich bin zu lieb. Boah, das war... Wirklich? Oh, Leute. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Das ist sogar noch schlimmer als die Inquisition. Schlimmer geht immer. Hm, würdest du nicht vielleicht noch mal schießen oder so? Dass die mich darunter durchziehen können. Hey, jetzt töte ich einfach meine Güte noch eins. Irgendwann habe ich die Nase voll. Wir haben Gesellschaft. Haha. Ich glaube, der nächste Schuss wird mich leider treffen. Oh. Das sind ja Ratten. Nette Ratten! Liebe Ratten, lasst mich durch! Ich bin hier festgebacken. Okay, es sind die Ratten, die mich umbringen. Ah. Da lief das gerade so gut, einfach durchlaufen. Aber nee. Bedeutet, dass die Säuberung Fortschritte macht. Säubern? Die meisten dieser Menschen waren nicht mal krank. Das Biest löscht die Bewohner aus. Das ist ein Gemetzel. Sie alle sind der Krankheit ausgesetzt. Wir können es nicht riskieren, die... Moment. Komisch. Darum haben sie die Stadt abgesperrt. Ja, die Leute werden eingesperrt und dann entsorgt. Hier drüben! Wir haben Besuch! Scheiß machen sie. Müssen wir zurück zum Haus. Wo kommt er? Hier schleicht jemand rum. Sag Bescheid, wenn ihr was seht. Was zur Hölle? Hier schleicht niemand herum. Weiß nicht, was ihr meint. Hier, bis jetzt erstmal wieder kein Unglück. Mal sehr positiv. Oh, scheiße. Die sind so dicht hinter mir. Ist das euer Ernst? Hey. Grüß dich, Flamey. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nee, hier. Aber da bin ich auch. Mann. Es lief eigentlich gerade so gut. Och, mein Güte, noch eins noch. Hier da! Eindringlinge! Sobald wir Josef erreichen, müssen wir zurück zum Haus. Als ob die dann alle automatisch wissen, wo ich bin, ne? Trennen wir uns! Ergreift die Bastarde! Nur eine Frage der Zeit. Kann mir die Suche sparen. Ich will nicht sterben! Ja, kann passieren.
Ist ja nichts Schlimmes. Hast du ja trotzdem hergefunden. Brauche ich diesen blöden Stock? Hey, all diese Leichen. Niemand bewacht ihre Häuser, stimmt's? Aha, ich weiß, worauf du hinaus willst. Versuchen wir es. Heute Nacht. Hier ist alles sauber. Wenn Graf hier gewesen wäre, vielleicht hätte er vernünftig gehandelt. Wir hätten ihn treffen können. Wie diese komischen Mutmaßungen von ihm. Was kannst du nicht? Du kannst doch wohl hierher kommen. Schön, dich wiederzusehen. Keine Spur. Ich kann dir nicht folgen. Was ist mit dir verkehrt, Junge? Haben sie dich beim Wickeltisch irgendwie fallen lassen oder so? Sie haben uns erwischt. Verzieht euch! Böse Ratten. Ich will ihn ja nicht abstechen. Ab durch die Mitte. Lalali und Hopswasser. Wenn da einer umgekommen ist, war es nicht meine Schuld. Ihr Drecksviecher. Schon wieder Fehlalarm. War ja klar. Das waren die. Zweifellos. Ein Scheiß war ich. Ratten sind doch ganz süß. Spinnen sind ekliger. Ihr wollt euch verstecken. Ich finde euch. Guck doch mal woanders hin. Mit etwas giftigem spielen. Wie? Stopp. Wo ist Josephs Boot? Der Steg muss hinter dem Tor liegen. Wenn er schon angelegt hat, dann könnte er Probleme bekommen. Beeilen wir uns. Ich hab's hingekriegt, niemanden zu töten. Wobei bei dem letzten weiß ich echt nicht, was passiert ist. Weil ich hab ja kein Licht ausgeschaltet oder so. Also dürfte das nicht meins sein. Also meine Schuld. Aufwerten. Ich hätte bestimmt dann looten können wie noch ein Löcher, aber wenn ich niemanden umbringen darf. Er ist da. Verdammt. Ich dachte, ihr schafft es nie. Kommt. Dann mach du mal gerade den gleichen Scheiß durch wie ich. Aber nicht umzubringen. Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt. Und wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt, sie bereiten sich vor. Ich sollte... Hugo, was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Ein Spiel ohne Looten ist kein Spiel für Dante. Definitiv. Mit der dramatischen Musik ja gar nicht verkehrt, aber bei einem schwarzen Bildschirm ist er ziemlich langweilig. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus! Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser. Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein,
Lauft! Lauft weg! Nein! Es war so klar. Solche Parts, ne, muss immer der User machen. Oh! Alter! Wenn du wirst zwischenzeitlich gefressen. Oh nein, nein, nein! Ah! Gott! Los! Bitte hör damit auf! Ja, du liebst Tiere, aber nicht die. Okay. Das heißt, du liebst auch Spinnen. Anderer Weg. Die läuft Treppen immer noch komisch. Nicht mit Spinnen hast du keine Probleme. Okay, wenn das nächste Mal hier eine dicke, fette Spinne ist, rufe ich dich. Ich weiß. Was ist passiert? Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Also mal ganz ehrlich, Amicia, wenn der einen Albtraum hat und eine Stadtzelle, was passiert, wenn er glückliche Träume hat? Und bauen die Ratten dann die Stadt wieder auf? Ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Ja, das stimmt, so dass jeder was Ekliges hat. Also Spinnen sind echt nicht meins. Noch nie. Aber okay, von deinem Geschäft, ja, ist klar. Ist verständlich, dass da sowas sehr häufig vertreten ist und man dann irgendwie so eine leichte Immunität dagegen hat. Meine Mutter war mal schlimmer mit den Spinnen und dann hat sie jemanden kennengelernt. Der hat sehr viele Spinnen bei sich zu Hause gehabt, so diese ganz normalen Spinnen, ne? Wie ist schwierig. Die hat sich sehr schnell dran gewöhnt, diese normalen Spinnen zu ignorieren und wegzuwerfen etc. pp. Ne? Also, aber wirklich meistens, wenn ich eine Spinne sehe, sind das immer diese ekelhaften. Diese dicken. Oh, vor denen graust es mir. Leute, es ist zu spät.
weiter. Okay, sowas wie eine Kreuzspinne magst du auch nicht, ne? Ja. Sowas meine ich halt, ne? Schlaf ein wenig, Hugo. Tu es für mich. Bitte nicht. Nein. Ich... Nicht hinsehen. Lass die Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein. Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin. Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Da sind sie. Du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Also ich muss sagen, mir tut jetzt gerade der Junge auch leid. Ne? So sehr, wie er mich ja im ersten Teil genervt hat, teilweise. Hier tut er mir richtig leid, ne? Bekannter hat eine Vogelspinne zu Hause. Also ich kenne eine Vogelspinne und ich war mit dieser Vogelspinne tatsächlich befreundet. Tarzan hieß sie. Das war die einzige Spinne, die ich jemals in meinem ganzen Leben mochte. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, das Lukas. Mittelbein gezeigt? An Bord, die hatte ich sogar auf der Hand. Die hatte ich echt keine Angst. Die war voll lieb. Es sind nur wir. Magister Vaudin... Verstehe. Verlieren wir keine Zeit.